Hi, ich bin Marc Uth, FC Schalke 04 und das ist mein neues Wohnzimmer. Jeder Mitarbeiter hat mich mit dem Satz begrüßt, willkommen beim geilsten Club der Welt. Und da hat man schon diese Energie gespürt, so was die Leute über diesen Club denken. Und die Leute, die hier arbeiten, identifizieren sich zu 100% mit diesem Verein. So einen Riesenverein habe ich noch nicht mitmachen dürfen, leider. Und mit so einer Fankultur, ich freue mich natürlich sehr aufs erste Heimspiel. Wenn man diese Stimmung sieht und das bisschen aufsaugt, dann ist das schon sehr beeindruckend. Und Stadion ist wunderschön und die Fans sind sehr, sehr, sehr lautstark und deswegen freue ich mich sehr. Ich finde Truppe sehr, sehr wichtig, Konkurrenzkampf, damit auch die Qualität auf dem Trainingsplatz kommt, weil jeder will spielen, jeder will alles zeigen, jeder will den Trainer davon überzeugen, dass er aufgestellt werden muss. Gerade bei der Dreifachbelastung wird es sehr anstrengend, deswegen kann der Trainer hoffentlich immer aus dem Vollen schöpfen und oft wechseln, denke ich. Und das könnte vielleicht unsere Stärke dann sein. FC Schalke 04 hat mich verpflichtet, weil ich ein sehr torgefährlicher Stürmer bin, was ich in den letzten Jahren bewiesen habe und ich immer wieder diese tiefen Laufwege mache, die der Trainer auch angesprochen hat. Der Marc ist ein brutaler Killer vom Tor, der macht da keinen Spaß. Ja, wir wollen einfach erfolgreichen Fußball spielen und diesen Trend fortsetzen, den Schalke 04 in den letzten Jahren beeindruckend gegangen ist. Ich habe immer gesagt, das ist für mich das Allergrößte, wäre mal in der Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Der Traum lebt schon seit Jahren. Ich war ja auch ab und an mal nah dran, aber es hat dann halt nicht geklappt. Ja, Traum lebt natürlich immer noch und vielleicht klappt es dann auch irgendwann.